Seid herzlichst gegrüßt, liebe Brüder und Schwestern. Und ja, wir sind hier in dieser wunderschönen Gegend mit dieser wunderschönen goldenen Treppe, die meiner Meinung nach im Original besser ausschaut, weil es da oben, das soll ja Gold darstellen, höchstwahrscheinlich. Und im Original ist es, finde ich, deswegen schöner, weil es da oben so hell glänzt, dass man fast nichts mehr sieht. Also das ist irgendwie, finde ich, das noch schöner quasi, weil es so blendet da oben. Gut, wir waren in dem Raum mit den 8 Mumien. Das habe ich jetzt auf meiner Homepage aktualisiert. Also damit man ein bisschen besser die Lösung lesen kann. Ein bisschen gegliedert. Da waren 8 Mumien drin in den Nischen. Und die letzte kommt, wenn man die Treppe rauf geht. Das haben wir gerade, also haben wir, oder habe ich am Offline noch gemacht. Also wenn man die letzte Stufe hier betritt, wenn man hier auf der letzten Stufe ist, kommt einem die letzte Mumie hinterhergerannt. Und das habe ich jetzt offline, habe ich die noch erledigt. Und und jetzt müssen wir darauf. Gut. Und da oben ist es, wir müssen, da ist ein Hangelspalt. Wir müssen irgendwie zu der Munition hin wahrscheinlich, oder? Und keine Ahnung. Ja, steht ja in meiner Lösung. Also also die Rampen sind nicht gut. Wir müssen dahin, dann da runter und so weiter. Gut, schauen wir mal. Und an den Raum kann ich mich tatsächlich noch erinnern, wegen diesen goldenen Treppen. Also das Bild hier, das brennt sich ein. So hat es ja damals ausgesehen. Und das wird man so schnell nicht mehr los hier, das Bild. Was steht in der Lösung? Dann läufst du am Ende, also laufen, also nicht springen, sondern so runterlaufen am oberen Ende der Treppe auf den Block in der rechten Ecke hinunter und lässt dich noch einen Block tiefer und trinkst Kaffee. Steht nicht in der Lösung. Schau mal, dass wir das heute mal fertig kriegen. Ich muss endlich mit TR2 anfangen. Also hier ist jetzt, gucken, der Block. Und ich gehe jetzt da einfach runter und lass mich, was war da? Hat da was geraschelt? Lass mich dann noch einen Block tiefer, oder? Und jetzt, was ist jetzt? Lass ich noch einen Block tiefer. Springe auf den Steg auf der anderen Seite. Springe auf den Steg. Oder Block oder was, also auf der anderen Seite. Speichern. Man könnte mal wieder. Hoppla, da. Ja! Das war falsch. Ich sag gerade, man könnte mal wieder speichern. Ah, nee. Man könnte mal wieder speichern. Also springe, also ohne Anlauf. Sonst steht ja springe mit Anlauf in der Lösung. Aber habe ich jetzt wieder nicht gelesen. Springe auf den Steg, also ohne Anlauf. Alter, steht da in meiner Lösung genau drin? Man müsste es nur lesen. Springe. Und jetzt speichern wir aber. Also ohne Anlauf, sonst würde ich springen mit Anlauf. Jetzt nehmen wir mal einen neuen Speichern. So, springe auf den Steg und dort nach links auf den nächsten. Zu der Munition kommen wir später. Und dort nach links auf den nächsten. Links auf den nächsten. Ah, das war schon wieder. Alter, das Gamepad macht mich wahnsinnig. Und dort auf den nächsten. Nach links auf den nächsten. Und dort nach links auf den nächsten. Zu der Munition kommen wir später. Und jetzt muss ich den Hangelspalt. Also die Munition machen wir später. Hangelspalt. Von hier lässt du dich auf den Boden herab, also nicht zu den Dornen. Also rechts sind die Dornen. Oder? Dann gibt es nur noch die Möglichkeit. Lässt du dich... Aha, wir haben ein bisschen Gesundheit gebüßt. Bin ich jetzt immer noch nicht am Boden? Da sind die Dornen, oder wie? Entschuldige. Jetzt will ich mal wissen, was da los ist. Jetzt werde ich gleich rein. Jetzt falle ich rein.
Boden herab. Also so erreichst du den einen Raum mit Hymnis 3. Munimedi, was ist denn da sonst noch? Entschuldige. Da ist nichts mehr. Kann ich da hingehen? Au, da kann ich nicht hingehen. Mag nicht mehr. Ja, das wo gibt's das noch? Im Zweier DLC. Im Zweier DLC ist so ein goldener Tempel, goldener. Da ist auch flüssiges Gold immer. Also ich darf jetzt da nicht, da sind Dornen und da nicht, da ist. Das sieht man, jetzt warte. Siehst du, im Original siehst du das aber besser. Da siehst du, da kann man das aber besser sehen, dass das tödlich ist, oder? Alter Schwede. Im Zweier DLC, Golden Mask. Und da drüben ist nichts mehr, oder? Nicht so viel. Wie war es denn da Dornen, wenn du sowieso stirbst, wenn du den Boden berührst? Und das ist jetzt Hymnis 3, jetzt pass auf. Geheimnis 3. Dort führt die Rampe wieder nach oben, aber die begegnen zwei Kugeln. Und hier muss ich erstmal Munimedi. Also Munition. Hüp. Medi. Muni. Uzi, Munition. Munimedi. Speichern. Und mit der Rampe kommen wir wieder raus. Aber da ist Schrott am Werk. Speichern. Speichern. Das haben wir jetzt alles. Pass auf. Das haben wir. Das haben wir. Jetzt schaue ich nochmal. Gerade zum Spaß schaue ich jetzt nochmal raus. Ja, das sieht irgendwie fast genauso aus wie das. Aber... zu der Munition kommen wir später, kommen wir da oben wieder raus wahrscheinlich, oder? Oder da oben kommen wir raus. Und da kommt jetzt die Kugel. Da ist nix. Und da ist... zwei Kugeln sind da, oder wie? Alter... dort wird die Rampe zwei Kugeln. Der einen kommst du durch die erste Öffnung links und der anderen durch die nächste Öffnung auf der linken Seite. Speichern. Erste Öffnung links. Das war der falsche. F5 speichern. Also ich muss das mal fertig kriegen hier, verdammt. Speichern. Erste Öffnung links. Und der andere durch in die nächste Öffnung speichern. Hä? Und Action, lass dir alle Felsen bis auf einen in einem Dings rollen. Ich kotz gleich. Und Action. Lass alle Felsen bis auf den einen in Unfinished Business rollen. Ich mag nicht mehr. Alter! Bravo. Jetzt höre ich auf. Jetzt geh ich heim. Mache ich nicht mehr. Kaffeepause. Erfolg und Action. Ich kann nicht mehr. Hab schon befürchtet, den kriege ich nicht, weil garantiert, vergiss meine Kugel. Und Action. Ich kann nicht. Nee, Entschuldigung. Jetzt darf ich sagen, ich kotze gleich. Jetzt darf ich sagen. Und Action. Lass alle Kugeln bis auf die eine rollen. Alter. So, jetzt mache ich nicht mehr. jetzt weiß ich auch nicht mehr. Das muss man mir jetzt machen. Ich mache jetzt eine Stunde Freudentanz hier, hallo. Gut, mit Kaffeepause. Speichere ich gerade extra. Spiel speichern und Action. Zwei Kugeln. Oben gehst du in den Gang, wo ein Panther wohnt. Habe ich wieder sehr poetisch ausgedrückt hier. Oh, das war die falsche. Gespeichert haben wir sehr poetisch ausgedrückt.
das klingt doch eher nach Tiger, oder? Als Panther, oder? Ich bin jetzt kein Tierexperte. Speichern, wo ein Panther wohnt. und die Krokodile klingen wie ein Warzenschwein. Spiel Speichern. Was ein Warthog auf Französisch. So hieß doch die Motorradgang von dem lustigen amerikanischen Film mit dem John Travolta. Wo ein Panther wohnt, schieße bis er kommt und sie, hier findest du zwei Nischen mit Wertsachen und kommst wieder auf die große Treppe. Zwei Nischen mit Wertsachen. Da ist nix. Und da drüben ist die goldene Treppe. Da ist nix. Zwei Nischen, da muss aber mal langsam was kommen. Hä? Da muss aber langsam mal. Da! Zwei Nischen. Mit Wertsachen. Und wo komme ich da bitte auf die große Treppe? Hä? Zwei Nischen mit Wertsachen, die haben wir. Zwei Nischen mit Wertsachen. Und kommst wieder auf die große Treppe. Wo komme ich denn da auf die große Treppe? Da nicht. Da irgendwie auch nicht. Wo komme ich denn da auf die große Treppe? Da vorne. Ich kann nicht mehr. Wo komme ich denn da auf die große Treppe? Bin ich blöd? Das war der falsche Taste. Ich bin doch nicht blöd. Kommst du wieder auf die große Treppe? Da unten oder wo? Ich mach nicht mehr. Zwei Nischen mit Wertsachen. Hä? Und Action. Hä? 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 Bin ich blöd? Wo komme ich denn da auf die große Treppe? Hä? Jetzt bin ich echt. Kann nicht sein. Schieße, bis er kommt, zieh dich dann auf die Mauer hoch. Hier findest du zwei Nischen mit Wertsachen und kommst wieder auf die große Treppe. Jetzt geht es auf den Fall. Das kann jetzt nicht sein. Alter. Ich stehe wieder irgendwo auf dem Schlauch. Und kommst wieder auf die große Treppe. Ja, nee, nicht so wirklich. Scheiß mal von vorne. Alter, scheiß mal von der anderen Seite an. Kommst wieder auf die große Treppe. Da steht die Lara. Ich kann nicht mehr. Hä? Ich bin doch nicht blöd. Bin ich jetzt blöd? Das kann jetzt nicht sein. Ah! Die rennt da durch. Die ist da durchgerannt. Bin ich blöd? Entschuldige. Das will ich jetzt wissen. Entschuldigung. Also jetzt holen wir nochmal die zwei Wertsachen und da ist ein Gitter. Also das sieht wie ein Gitter aus. Und das ist aber kein Gitter. Jetzt muss ich nochmal die zwei Wertsachen holen. Das kann jetzt nicht sein. Also da geht nix. Da sind die zwei Wertsachen. Und das Gitter ist ein Gitter. Und jetzt gehen wir nochmal dahin und speichern.
Kommt sie wieder auf die große Treppe. Witzig, witzig. Das sieht für mich wie ein Gitter aus. Speichern. Ich hab gespeichert, gell? Aha. Aha. Na gut, das muss ich irgendwie in der Lösung einfügen. Warte. Da mache ich jetzt mal einen Screenshot. Spiel laden, da mache ich jetzt mal einen Screenshot. Warte, irgendwie so. So, jetzt warte, Screenshot F12. Klick. Wie Master, Screenshot aufgenommen. Aha, das muss ich irgendwie dann, witzig, in die Lösung nochmal mit einbauen. War das damals auch schon so? Jetzt speichere ich hier Extrick. Speichern, kommst wieder auf die große Treppe. Jetzt gehst du den bekannten Weg zurück, wo du die Munition gesehen hast, zu der du nun springst. Alter, wie spät haben wir? Ja, so ist es, Freunde und Freundinnen. Jetzt falle ich gleich wieder runter, das weiß ich. Zu der du nun springst. Speichern. Spiel speichern. Jetzt springe ich einfach dahin. Nehmen. Und jetzt muss ich da rüberhangeln, oder wie? Munition. Dort springst du zu dem Mauerspalt hoch, hangelst nach links, ziehst dich hoch und... hangelst nach links, ziehst dich hoch und jetzt geht's da wieder rauf, oder wie? Nee. Die grunzt auch so ein bisschen, die Lara. Und jetzt... Marschball, ziehst dich hoch und dann rechts nach oben. Hinter der Katzenstatue findest du ein Hebel. Da kommt einer. Katzenstatue, Hebel drücken und kannst jetzt die große Treppe wieder hinunter gehen. Hebel. Alter! Was soll das? Was war das? Jetzt ist da eine Brücke passiert, gewesen. Aber ich muss den Hebel ziehen. Und sonst ist da nichts, oder? Sonst ist da nichts. Hebel. Was macht der? Der Hebel macht... Ah, der macht da vorne bei dem Stuhl die Tür auf. Keine Zeittür, oder? Speicher. Machen wir noch einen Screenshot, komm her. Speichern. Kannst jetzt die große Treppe wieder hinuntergehen. Unten ist jetzt rechts eine Tür geöffnet. Wir haben alles, gell? Aber wenn nichts mehr an der Lösung steht, haben wir alles, Freundinnen und Freunde. Und da ist nichts. Und da war nichts. Und da ist nichts. Entschuldigung, da waren wir auch schon. Gut, jetzt gehen wir darüber und jetzt gehen wir einfach. Da ist jetzt das Gitter weg. Das ist immer noch da. Ich gehe jetzt mal nur zum Spaß dahin. Nee. Hüp. Ja, Freunde und Freundinnen, jetzt wird's gleich happelin. Pass auf, jetzt pflanzen wir uns dahin. Erstens kommt da gleich ein Viech, oder? Speichern. Garantiert, Spiel speichern. Und jetzt zwei Erfolge. Kaffeepause, ich mag nicht mehr. Da drin hockt ein Panther. Mindestens. Alter, was ist hier? Nichts mit Soße.
Soße mit nichts, nichts ohne Soße. Jetzt kenne ich mich schon wieder nicht mehr aus. Hä? Bin ich blöd? Hä? Das kann ja nicht sein. Ach, da geht's darüber. Da geht's rechts rüber und links rüber, oder wie? Nee. Da ist die Lara. Da oben ist eine Tür. Oder irgendwas. Und jetzt bin ich durch die Tür durch wahrscheinlich, oder? Ich mag nicht mehr. Jetzt bin ich durch die Tür durch. Das kann jetzt nicht sein. Ich mag nicht mehr. Haben wir gespeichert? Schon, oder? Durch die du in einen Raum mit Palmen kommst. Dabei könnte dir ein Panther begegnen. Ja, könnte. Hätte, Fahrradkette. Gehe dort in den rechten Vor-, in der rechten vorderen Ecke in den Gang und schussbereit weiter. Und da ist sonst nichts, oder? Da oben, da oben ist irgendwie eine Tür oder was weiß ich, Klappe. Da oben ist auch eine Klappe. Da ist nichts. Also, und da ist jetzt der Gang. Kugel kommt jetzt keine mehr, weil wir haben alle Kugeln. Kugeln kommt jetzt keine mehr. Alter, so. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist ein Minipack. Ah, da ist auch so eine Lara, die man angucken kann. Nicht der erste Raider hier. Das ist auch diese typische Watte. Da mache ich jetzt mal einen Screenshot. Das soll die Lara darstellen. Zopf, Pistolentaschen, bla bla. Screenshot. Da ist ein Medipack. Und da müssen wir ins Wasser tauchen. Anders geht's dann nicht raus, oder? Da ist ein Hebel. Ach, der macht die Klappen dann da. Und da, oh, da ist der Kokogator. Alter, jetzt gehe ich da rein. Jetzt komm her, jetzt gehe ich da rein. Dann kommt der Kokogator. Und wo ist der Dreckspanther? Jetzt kommt er, ich höre ihn. Wo ist denn der Panther? Könnte dir ein Panther begegnen. Jetzt speichere ich da, komm rein. Hä? War da was? Nee, warte. Da links oben? Hat da links oben was geraschelt? Nee. Da wird man schon völlig wahnsinnig hier. Speichere, ich gehe jetzt auf einen neuen Platz. Spatz. Ich verspreche mich dauernd. Habe ich gespeichert? Ja. Man wird schon völlig wahnsinnig hier. Schussbereit. Wir sind ein Krokogator. Im nächsten Palmenraum liegt rechts ein kleines Medipack und nebenan beim Becken ein großes. Wenn du es nimmst, kommt ein zweites Krokogator. Erschieße also vorher das Krokodil im Wasser, um dort in Deckung gehen zu können. Ich mag nicht mehr. Also, jetzt haben wir den Krokogator im Wasser. Jetzt speichere ich nochmal.
um dort in Deckung gehen zu können. Da habe ich wieder fein herausgearbeitet hier, hallo. Wie man das macht, gell, das habe ich super fein. Und jetzt müssen wir, warte, jetzt erst das kleine Medipack, gespeichert haben wir, gell. Erst das kleine Medipack nehmen, das ist das da. Ist das ein kleines oder ein großes? Das ist ein kleines. Und wenn ich das nehme, kommt der Kollege. Bin ich blöd? Irgendwo, was? Wo ist das große? Und nebenan beim Becken ein großes. Das da. Wenn ich das nehme, kommt der andere. Ah! Da erschrickt man aber. Mann, Mann, Mann. Ja gut, Beckenbauer, der Beckenbauer, der ist schon tot, der hat das immer gesagt. Ja gut, ja gut. Beckenbauer, Franz Josef Beckenbauer, der hat sein Soll schon erfüllt. Der ist schon bei den Englein. F5 speichern. Spiel speichern. Dann noch, hallo, kleines Minipack und nebenan beim Becken ein großes, wenn du siehst, kommt ein zweites Krokodil, erschieße es. Deckung gehen, danach drückst du und Wasserhebel. Gehst wieder an Land, aber Vorsicht, jetzt läuft ein Panther rum. Wasserhebel, gespeichert haben wir. Und da ist das Lara-Bild, das haben wir aber schon gemacht. Blub, 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 blub. Da ist sonst nichts, gell? Nee, sonst wird es ja auch in der Lösung stehen. Unter Wasserhebel. Jetzt gehen die zwei, klar, da ist der Tischer, zwei Klappen auf. Jetzt kommt der Tischer. Ah, ich bin tot. Alter. Freunde, ich lade mal kostenlos meine Gesundheit auf, nicht erschrecken. So, damit wir weiterkommen. Ich kann es auch ohne das spielen, jetzt bitte keine Kommentare. F5 speichern. Speichern, ich habe es ja ohne das schon mal gespielt, sonst hätte ich nicht die Lösung schreiben können und damals hatte ich keinen Trainer. Also wieder zurück ins Wasser. Danach kannst du dich im ersten Palmenraum durch eine der beiden Öffnungen nach oben ziehen. Hier haben wir alles. Jetzt will ich nicht mehr zurück. Durch eine der beiden Öffnungen nach oben ziehen. Ja, und jetzt wird's happelan. Jetzt pass auf, wacht. Eine der beiden Öffnungen nach oben ziehen. Jetzt warte. Speichern. Speichern. Umziehen. Die Falte dort öffnet sich, wenn du auf den Block mit dem Gesicht steigst. Was für eine Falltür. Ach komm. Also hier ist jetzt nichts mit Soße, oder? Und da ist eine Falltür. Also hier ist ein affenartiger Raum mit absolut nichts drin. Da sind wir hergekommen. Und da ist ein affenartiger Raum mit absolut nichts drin. Für was der gut ist, weiß keine Sau.
Und die, da ist eine Falltür und die öffnet sich, wenn ich auf das Ding mit dem Gesicht steige. Und wo ist das Ding mit dem Gesicht? Gibt's nicht. Nach oben ziehen. Die Falltür dort öffnet sich, wenn du auf den Block mit dem Gesicht steigst. Block mit dem Gesicht steigst. Ach, dies ist der Gesicht. Alter. Und hier ist nichts drin. Steige ich extra noch auf die anderen Dinger. Da ist eine Falltür. Und jetzt? Unten findest du zwei Wertsachen. Jetzt speichern, jetzt warte. Neu speichern. Jetzt müsste schon langsam einer vollkommen. Hier ist wieder mal nichts, oder wie? Ich mag nicht mehr. Hier ist wieder mal nichts. Also, da sind zwei Wertsachen. Und sonst. Die automatische Tür führt dich in einen langen Gang. Das ist die automatische Tür. Ich mag nicht mehr. Ja, und jetzt müssen wir Obacht passen. Na gut, wir könnten sowieso mal wieder Pause machen. Jetzt kommt's Happelin. Jetzt warte. Jetzt kommt's Dicke. Die automatische Tür. Speichern. Jetzt wird's schwierig. Pass auf. Acht. Langen Gang mit einigen Türen. Hier sind zwei Hebel. Pass auf. Acht. Da ist ein Hebel. Und da ist der Totenkopfraum, oder? Nee, wo ist denn der Totenkopfraum? Da ist der Totenkopfraum. Jetzt, und da ist auch ein Raum. Also pass auf. Acht. Und da ist der Secret Room. Also es sind drei Türen mit jeweils zwei Hebeln. Eins, zwei, drei Türen. Drei Türen, immer zwei Hebel. Und da sind Totenköpfe. Und da ist der Geheimnis 95. Da ist der 4. Geheimnis 4. Hier ist der Geheimnis 4. Da drin. Und jetzt gibt es zwei Erfolge. Eins ist irgendwie mit dem Totenraum, Fallenraum, das ist eine Falle. Und get out of the trap room, leaving it clear. Ich habe das, also komme aus dem Fallenraum raus und lasse ihn clear, sauber, rein. Das ist da drin. Und dann gibt es Sokoban, sammle alle geheime Gegenstände, indem du die Blöcke höchstens 24 Mal bewegst. Das ist da drin. Ich erkläre es beim nächsten Video nochmal. Weil wir hören jetzt auf. Das ist da drin. Da musst du eine ganze Menge Blöcke verschieben, bis du an das Hymnis kommst. Und das darfst du höchstens 24 Mal machen. Also, man muss es aber 25 Mal machen. Das ist der Witz. Um da ranzukommen. Haben wir gespeichert? Weiß ich nicht. Dann machen wir jetzt ein paar Use. Gell? Und sehen uns gleich wieder. Tschüss, bis gleich.